Sonderzüge aus ganz Deutschland rollten im Juli 2003 ins Westfalenland. Ziel war die 5000 Einwohnergemeinde Altenbeken, die das 150-jährige Bestehen ihres Viadukts feierte. 24 Bögen und 495 Meter Länge, das sind die Daten des nun 150 Jahre alten Altenbekener Viadukts. Es ist Bestandteil der westfälischen Gebirgsbahn Paderborn-Warburg. Anlässlich der Jubiläumsfeier überquerten zahlreiche Sonderzüge den stolzen Viadukt. Nur 2 Jahre Bauzeit wurden von 1851 bis 1853 für das 33 Meter hohe Viadukt gebraucht, das in seiner langen Geschichte eigentlich alle Epochen durchgemacht hat. Die Epoche 3 brachte die Baureihe 44, die sich trotz der Elektrifizierung im Jahr 1971 bis 1975 im schweren Güterzugverkehr halten konnte. Bis heute dominiert der Güterverkehr auf der jetzt 150 Jahre alten Strecke, die Bestandteil der Relation Hamm-Paderborn-Warburg-Kassel ist. Der Personenfernverkehr spielte auf dem Viadukt in Altenbeken eher eine untergeordnete Rolle. Schnellzug-Dampfloks waren selten zu sehen. In unseren Tagen ist der stolze Viadukt oft Ziel von Sonderfahrten. Hier dampft 01066 über die ehrwürdige Steinbogenbrücke. Im alten BW Altenbeken wird 01066 für die Rückfahrt gedreht. Zu Dampfzeiten war das kleine Bahnbetriebswerk unverzichtbar. Heute ist hier die westfälische Almetalbahn zu Hause. An die große Zeit der Baureihe 44 erinnert im Ortskern von Altenbeken 44389 als Denkmalslok. Vollständig und ohne Vandalismusschäden steht die schwere Güterzuglok hier nun schon seit über 25 Jahren. Im Jubeljahr spendierte man der alten 44er einen neuen Anstrich. Die Anlagen des Bahnbetriebswerks Altenbeken aus der Luft. Die Dampfloks der Sonderzüge sorgten für Rauchschwaden über den alten Gemäuern. Am 13. Juli 2003 erreichten sage und schreibe 37 Sonderzüge den Bahnhof Altenbeken. Es war die größte Eisenbahnveranstaltung Norddeutschlands in jenem Jahr.